Moin Moin und willkommen zurück zum LS22 oder im LS22 auf der Niemandsland, wo ich jetzt hoffentlich einen Kurs erstellen werde. Haha, cool. Berechnet wurde der Feldrand schon. Gut für mich. Der Steier wird jetzt nämlich anfangen, die Stoppeln zu bearbeiten. Also er wird mulchen. Und wir werden in der Zeit, ich bin beinahe dafür, dass wir in die Oliven gehen. Nee, wisst ihr was? Ich habe in der letzten Folge vom Pferden geredet, ne? Vom pferdigen Pferden. Und die Pferde brauchen auch Bewegung. Deshalb werden wir die beiden Pferde auch mal ausreiten. Hafer haben sie ja mittlerweile auch gekriegt. Komm mal her, mein Zottel. Coco. Und beim anderen, das andere Pferd habe ich ja gelernt, da bedeutet der Name Wind etc. Der sollte ich vielleicht mal googeln. Manchmal, ne, ist googeln gar nicht mal so schlecht. So. Wir bewegen jetzt mal die Pferde. Halte ich gerade für wichtiger. Dann mache ich das nicht irgendwann abends zwischen Tür und Angel. Dann sind die nämlich schon fertig und alles. So. In der Regel mache ich das so. Also oben links kann man das ja sehen, wie weit man da mit den Pferden ausgeritten ist. Bei 50% drehe ich einfach wieder um. Wir könnten auch hier lang reiten, ne? Mal bei den Oliven vorbeigucken, was wir da machen müssen. Wir haben Öl vergessen zu verkaufen. Beim nächsten Mal. Ja, da würde ich doch einfach nochmal das Gras empfehlen und pflügen. Zumindest sagt das die Karte, dass wir das machen sollen. Und dann werden wir uns nochmal um die Oliven kümmern. So. Wenn wir beim Hof angekommen sind, dann dürften auch die 100% voll sein. Ja, sind sie jetzt schon. Dann ist das Pferd schon. Oder das erste Pferd schon ausgeritten. Dann hat es den restlichen Tag Pause von mir. Oder von mir. Und kann sich ausruhen. Hui. Perfekto. So. Einmal bitte. Hast du dich dreckig gemacht, du. Alter Zosse, du. Egal. So, jetzt siehst du wieder schön blank poliert aus. Nehmen wir mal Ivory, genau. Das Pferd hieß übersetzt Wind, wenn ich mich recht entsinne. So. Wo reiten wir mit jedem mal hin? Können wir mal zu unserem. War das Mais da hinten oder war das Zuckerrüben? Da hinten rechts. Können wir mal einfach hinreiten, mal gucken. Das kann man nämlich auch wunderbar mit den Pferden machen, wenn man die ausreitet. Einfach mal die Felder kontrollieren. Mais, genau. Hier steht ja Mais drauf. Genau, ab durchs Maisfeld. Der wäre jetzt schon häckselbar. Könnte man auch ordentlich Silage draus machen, aber... wozu? Wozu? Sonnenblumen. Ja, die wachsen auch überall.
Ja, einmal zur Wiese und dann wieder den ganzen Weg zurück. Und dann hat mein liebes Pferd auch wieder die Ruhe. So. Ne? Ah, jetzt schon bei 100%. Musst du dieses Mal ein paar Meter mehr machen, ne? Aber ich glaube, das kratzt dem Pferd nicht. Also entweder ist das, kommt mir das immer nur so vor, oder vielleicht euch ist das auch schon aufgefallen. Umso eine höhere Fitness die Pferde haben, umso mehr verändert sich auch das Aussehen. Also jetzt nicht, dass sie irgendwie einen Schafskopf kriegen oder so, übertrieben gesagt. Aber wenn man sich jetzt mal, das kann ich auch eigentlich auch im Gehege machen. So, einmal Jumping. Wenn man sich jetzt mal, beim schwarzen Zossen sieht man das kaum. Das Pferd bleibt mal stehen. Ey! Ja, nee, du sollst nicht vor mir wegrennen. Einfach einmal stehen bleiben, bitte. Ja, der Gaul hat seinen eigenen Kopf. Bleibst du stehen? Du bleibst stehen. Wenn man sich jetzt mal die Strukturen vom Pferd anguckt, ne? Dann sieht man schon wunderbar die Muskelpartien. Hier den Bauch, den Rücken. Ne? Also ich finde, mit jedem Ausritt, also mit jeder Fitnessstufe, verändert sich auch bei den Pferden so ein bisschen das Aussehen, was ich natürlich cool finde. Okay, beim braunen Zossen sieht man das jetzt nicht so gut. Aber hier bei unserem Schwarzen, also hier richtig schön die Muskelpartien von den Beinen. Wie so ein richtiges Rennpferd. Koko, genau. Geschlechtsreif 18%. Fitness 100%. Ja, also ich finde, also für mich hat das schon so einen kleinen Effekt. Weiß ich nicht. So, aber die guten Pferde sind ausgeritten. Gucken wir mal, was der Steier macht. Für Blödsinn. Ich muss ja gestehen, ich habe jetzt CP mal geupdatet. Und das Coole ist, mittlerweile steht hier, ne, unter der Nummer, wie lange das dauert. 30 Minuten, also zwei Folgen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dann können wir jetzt aber wirklich in die Oliven gehen. Einmal molchen, einmal pflügen. Und dann am nächsten Ingame-Tag einmal düngen. Dann ist das nämlich auch erledigt. Wieder der kleine Rasenmähertraktor. Ey, ich möchte doch bloß die Spritze, ne, einigermaßen gerade dahin stellen. Ich krieg's nicht hin. So, jetzt aber. Da ist die Spielfigur bald genauso groß wie der Traktor. Jo. Das eine vorne. Das andere, wenn ich es hinkriege, hinten. Mulchen und pflügen in einem Arbeitsgang. Perfekt. Und dann geht's los. Ich weiß, eigentlich müsste man jetzt nur pflügen, ohne zu mulchen oder so, aber besser, wenn ich beides zusammen machen kann, dann mache ich auch beides. Dann ist das irgendwie für mich gehüpft wie gesprungen. Zu den Oliven.
Wann bekommen wir eigentlich für Olivenöl am meisten Geld? Reicht das, wenn wir das morgen verkaufen? Rapsöl 4,8. Sonnenblumenöl 5,2. Nein, ich müsste das heute noch verkaufen. Machen wir gleich noch. Weil morgen ist der Preis wieder so mies, dass sich das nicht mehr lohnt. Dann kriegt man dann wahrscheinlich ein tausendmal weniger pro 1000 Liter. Einmal unseren Rasenmähertraktor da hinstellen. Dann holen wir nochmal unseren. Oh, jetzt den Ladewagen können wir eben nochmal abgeben. Der hat uns ja super unterstützt. Ach, den Striegel haben wir auch noch nicht geguckt. Oh. Oder wollen wir beides behalten? Also ich meine, wir kriegen ja demnächst wieder. Ich würde sagen, wir behalten einfach beides. Ne, stellen das bei uns beim Hof hin, wenn wir das nötige Kleingeld haben. Dann kaufen wir die beiden Geräte. Ansonsten, wenn mal was im Angebot ist, dann holen wir das Gerät und geben die anderen Geräte zurück, weil ne, Weizen bzw. Getreide wird ja auch bald wieder reif. Wenn man da ein, zwei Mieten zahlt, ja, ne, also ich, der Ladewagen hat das zumindest wieder deutlich wieder reingeholt. Also das dauert Ewigkeiten, bis der miese macht. Und nie behalten. Eben gerade mal behalten. Komme ich denn da jetzt so rum oder? Genau, Autolot anschalten. Weil ich ja auch hier zu viele Bäume und alles andere platziert habe. Passt. So, nochmal Spanngurte rum. Nicht, dass das durch die Gegend fliegt. Schön rum. Den gibt es jetzt noch mal ordentlich Geld. 3000 Liter Öl. Jetzt haben wir nämlich gerade zumindest bei Raps und Sonnenblumen den Höchstpreis. Und am nächsten Endgame-Tag würde der Preis schon wieder so weit runterfallen, dass es einen guten Tausender weniger gibt. Dann machen wir es lieber heute anstatt morgen. Einmal bitte nochmal Geld. Waren auch nochmal 14.500. Das hat was. Wo ist denn jetzt unser? Hier ist der. Ich hätte beinahe gesagt, unser Rasenmähertraktor. Hinten noch nicht. Vorne. Zack. Passt. Einmal hinten absenken. Fertig. Und dann fahren wir die Reihen nochmal ab. Tja, dann wisst ihr schon auf jeden Fall, was wir nächste Folge machen werden. Wenn ich jetzt möchte, genau. Aha. Ja, egal. Hauptsache ich fliege meine Wiesen nicht wieder um. Da. Dann werden wir nämlich die Oliven noch bearbeiten. Damit wir beim nächsten Mal auch wieder eine ordentliche Ernte haben, muss das halt mal gemacht werden.
So lange dauert es ja auch nicht. Ich denke mal, in einer kompletten Folge sind wir hiermit durch. Dann wird auch der Steier so weit durch sein, dass wir die nächste Frucht drauf bringen können. Und dann ist der Endgame-Tag ja auch schon so gut wie vorbei. Ein bisschen düngen müssen wir noch. So, nicht so viel vom Rasen. Festgefahren. Wegnehmen. Nein! Schon wieder geflogen. Also, ich weiß auf jeden Fall, wenn wir die Oliven erweitern wollen, dann machen wir hier die Wiese platt. Dann verlängern wir einfach die Reihen. Und dann werde ich da in der Nähe von Oliven oder Trauben keine Wiesen mehr hinmachen. Das ist mir irgendwie zu gefährlich. So. Passt. Den Flug wieder hoch. Chedebü. So. Chedebü, Chedebü, Chedebü. Klappt. Wunderbar. Ich weiß, jetzt zwar gerade nicht ganz mittig, aber... nicht so wild. Eigentlich, damit das wirklich mega ordentlich aussieht, müsste man zweimal durch die Reihen durch. Einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Aber da bin ich ja meistens eher immer zu faul zu. Und fahre eher nur einmal durch die Mitte. Allerdings wäre das mein Olivenstock, dann hätte ich das wirklich gemacht. Jede Bahn zweimal genommen, weil das Gras nimmt natürlich auch ein bisschen Wasser und Nährstoffe weg. Die ja eher der Olivenstrauch haben soll. Da hätte ich das dann auch gemacht. Soll es aber auch heute wieder gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Nächste Folge wisst ihr Bescheid. Noch ein bisschen Oliven bearbeiten. Hier noch ein bisschen mulchen und pflügen. Düngen kann man die Oliven dann auch am nächsten Endgame-Tag. Das kann ja ein bisschen dauern. Würde mich persönlich natürlich auch über Feedback von euch freuen, beziehungsweise natürlich auch über Unterstützung. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!